let the sound go down the middle. Was soll ich sagen? Sag einfach hallo. Hi! Wie geht's Dr. Sommer? Gut. Hoffe ich doch. Also nicht kennengelernt? Nee, nee. Gibt's ja auch nicht, Edge. Ja. Bist du das nicht? Ich kann dein Dr. Sommer sein, wenn du willst. Ja. Kann dir alles beibringen. Stell mir eine Frage. Nee, ist gut. Oh, hast du dir weh getan? Was hast du so die ganze Zeit gemacht? Gechillt. Nee, ich war... Ey, so gecheckt, die Frauen und so. Ja. No, nee, boah, das ist voll cool geworden, Steffi. Oh. Alter. Geile Fragen, ne? Ja, echt super. Das freut uns. Du hast Ferien. Richtig. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Komm, mach ich das. Wie bitte? Oh nee, oder? Murat, wo bist du? Oh nee! Schau mal, da drüben, Basti, eine Kirche. Wo? Wir können ja mal für einen Tag tauschen. Dann wäre meine Staffel sehr schnell zu Ende. Ich glaube, und ihre Bäckerei ist auch bald dann futsch. Ich glaube... Fliegen Chips. Genau. Und Kosten sparen natürlich. Nein, nein, nein. Sondern, dass wir... Keine lange Anreise, kein teures Hotel. Genau, darum geht's, ne? Was sagen? Hallo, hallo, ja. Also Murat, wenn eine Wespe auf die Bühne kommt, ne? Machst du Karate-Kick? Okay? Und dann... Und bist du eigentlich so ein Typ für eine Nacht oder reichen dir 2 Stunden? Eine Nacht. Boah, ey, was fragst du mich hier, ey? Denkst du, das behalte ich mir? Ich was machen. Was hat Dieter zu mir gesagt, außer das Kompliment? Ja, deine Frisur ist ja auch von denen scheiße. Erinnert mich doch alle. Ja. Das ist du, jetzt kann ich irgendwas erzählen. Oh, sorry, ja, erzähl, komm, ich höre dir jetzt so. Okay. Handfeste Musik. Justin Bieber hat man ihn genannt. Nee, ja? Kenn ich nicht. Wer ist das? Und wie hat das dein Leben persönlich verändert? Gar nicht. Bin ich und. Wir haben eine Überraschung mit. Wie? Wollen wir reinholen? Vermeldet sich auf jeden Fall keiner. Ja, wollen wir? Wir haben jetzt noch jemanden mitgebracht, der steht draußen vor der Tür. Kenn ich den auch? Ja. Nicht, dass ich nachher, aber ich weiß, wenn er. Warte. Nein, nein, ist alles gut. Okay, nein, nicht, es ist alles gut. Was ja. Liegt denn. Okay, jetzt habe ich nichts mehr. Ja, ich zeig Facebook an, also das ist ganz klar. Das einfach Sperrung, also das fände ich nicht gerecht. Wenn meiner gesperrt würde, schon. Würde ich die Polizei rufen. Ja, dann sperre ich deine. Ich melde dich mal. Oh, wehe. Dann kann ich jetzt nicht mehr melden, toll. Also, liebe Zuschauer, alle bitte Sascha heißt er, den Account sperren, damit er die Polizei anruft. Dann sitze ich hier in 3 Wochen nochmal und dann reden wir darüber. Aber wenn das jetzt passiert, dann passiert was mit dir. So. Ja. Dann passiert's wirklich. Dann passiert was. Jungs, jetzt lass. Und jetzt muss ich irgendwie aufs Maul hauen. Berühmte Dackelblick ist da. 2 verschiedenen Schuhe. Ich habe auch echt gerade Lust, in mich reinzubeißen. Also, das macht mich schon an. Oh. Was machst du da? Sag mal, essen, ey. Dann noch eine ganz komische Frage. Wirfst du USB-Sticks sicher aus? Was für ein Ding? USB-Sticks. Also, was damit? Wenn man die aus dem Computer raustut, muss man immer sicher auswerfen drücken. So. Echt? Ja, ja. Aber wusste ich nicht. Nein, tue ich nicht. Tust du nichts. Warum muss ich das? Oder wenn ich jetzt das macht niemand, aber. Okay, ist das irgendwie gefährlich oder so? Nein. Kann mich dann irgendwie hacken oder so? Da steht nur immer so, ja, sie haben den USB-Stick nicht sicher ausgeworfen und so. Stimmt. Ja. Keine Ahnung. Nee. Nee, mach ich nicht. Okay. Du? Auch nicht. Gut. Keine Zeit dafür. Okay. Auf was stehst du so? Blond, brünett oder 1,80? Einen netten Charakter. Die finden wir bestimmt, oder? Oder? Auf jeden Fall. Netter Charakter. Okay. Ich hab meine auch Hand. Ja, Hand ist schön. Handmodel? Klappt das? Ja, klar. Ist so. Wunderschöne Hände. Hier, gucken Sie sich das Glas an. Geht das? Das wäre ein guter Job so. Wenn ja, ne? Also im Singen irgendwann nicht mehr klappt, ja, dann bist du Handmodel. Das. Gut. Was nimmst du mich? Wem fliegst du? Mit meinem besten Kumpel. Wie heißt der? Sag ich nicht. Schöner Name. Nee, das ist privat. Okay, verstehe ich. Ach immer, hallo, wer ist da? Genau.
Deshalb bist du ja auch im Moment anscheinend jeden Donnerstag irgendwie auf dem Titel von der Bravo. Ja, das ist ja auch nicht so schlecht. Die ganzen kleinen Mädchen kriegen dann Frühlingsgefühle. Da, wer weiß, was die da alle zu Hause mit der Bravo machen. Nee. Das ist für alle. Okay.